Hier sind wir jetzt mittendrin, im Herzen von Stuttgart und im Herzen dieses neuen Bahnhofs. Wenn Sie sich jetzt die Frage stellen, wie kann so etwas überhaupt entstehen in dieser Komplexität, dann ist die Frage vollauf berechtigt, weil es ist kein normales Bauvorhaben. Die großen Herausforderungen, einfach mal nacheinander aufgezählt, sind erstens der überaus komplexe Baugrund, auf dem wir hier stehen, der es erforderte, im Grunde genommen jeden Kubikmeter Erde, die unter uns ist, unter dieser Fundamentplatte vorher zu erforschen. Die zweite Komplexität ist das Bauwerk. Der Bahnhof ist an einem Stück betoniert. Da gibt es keine Dehnfugen und Sonstiges. Das heißt, wenn der Beton wärmer wird oder sich im Winter abkühlt, also expandiert und kontrahiert, dann muss das an einem Stück passieren, trotz all der Reibung an den Boden und an den Wänden. Das dritte ist, das Ganze zu berechnen. Ja, auf einem extrem inhomogenen, nachgiebigen Baugrund ein Stück großen Bahnhof mit 450 Meter Länge so zu berechnen und dimensionieren, dass er absolut rissefrei steht für die nächsten Hunderte von Jahren. Dann die Beschreibung der Geometrie. Viele, viele Kelchstützen, alle in einer unterschiedlichen Geometrie. Für jede Außenoberfläche 1 Million Datenpunkte, für jede Innenoberfläche 1 Million Datenpunkte. Bewehrung dort innen drin, wo es so gut wie keinen geraden Bewehrungsstab gibt. Weil die Bewehrung muss sich ja den Flächen anschmiegen. Das heißt, die Bewehrungsstäbe sind gekrümmt und wenige sind sogar spiralförmig gebogen. Dann die Verlegetechnik. Wie organisiere ich das baustellenmäßig? Wie kriege ich das so hintereinander, dass am Ende eine Sichtbetonoberfläche in einem nahezu weißen Ton da ist? Diese Stützen, die Kelchstützen mit ihrer wunderbaren Geometrie, mit ihrem Effekt, dass sie das Sonnenlicht spiegeln in den Bahnhof hinein, blendfrei, sodass man sich in diesem Bahnhof auch ohne Kunstlicht aufhalten können wird. In einem natürlich durchlüfteten Bahnhof, der eines ganz Wichtiges ausstrahlt, nämlich Zukunft. Und ich denke, es ist etwas, was unsere Gesellschaft braucht. Nämlich Avantgarde, vorne sein, Perspektive für die Zukunft. Die Geometrie, die Sie hier sehen, ist keine einzige Gerade und kein rechter Winkel. Alles ist doppelt gekrümmt, wir sagen auch biomorph. Es ist eine Idee des Architekten Christoph Ingenhofen, mit dem ich seit 1994 eng befreundet bin und wir machen eigentlich alles zusammen, was Christoph architektonisch macht. Christoph wurde inspiriert durch die Arbeit meines Vorgängers am Institut, Frei Otto, ja, mit diesen Seifenhautfilmen. Und Frei Otto hat eben Flächen untersucht, die eine minimale Oberfläche haben in einem vorgegebenen Rahmen. Und daraus entstanden auf wissenschaftlicher Fragestellung basierend solche ähnlichen Geometrien. Und Christoph Ingenhofen war davon inspiriert und hat die Idee aufgenommen, hat sie als Stütze interpretiert, aber eben auch als lichteinspiegelndes und auch als ein lufthereinlassendes Element. Hat sie gruppiert hier zu dieser Bahnhofsdachkonstruktion. Wir stehen jetzt auf einem Verteilersteg. Hier kommen die Menschen an, laufen in einer leichten Kurve um diesen Kelch herum, eventuell auch um den anderen und gehen dann von dort nach unten auf die Bahnsteige. Also bei der Gestaltung der Stege war ein ganz wichtiges Element oder Hintergrundgedanke, dass man die Weite der Halle, die Tiefe dieser langen Bahnsteige mit den vielen, vielen Kelchstützen und ihren Lichtschattenspielen möglichst wenig unterbricht. Und deshalb haben diese Stege keine dicken Stützen. Sie sind natürlich abgehängt von oben vom Dach mit Stahlseilen oder besser gesagt Stahlstangen mit wenigen Zentimetern Durchmesser. Das erlaubt aber auch die enge Staffelung dieser Stangen im Abstand von 3 bis 4 Meter, dass der Steg selbst sehr, sehr dünn sein kann. Also im Grunde genommen wie ein Brotmesser so dünn. Ja? Und trotzdem ist die Konstruktion natürlich in der Lage, muss in der Lage sein, viele, viele Menschen bzw. deren Belastung, auch wenn die mal hüpfen oder alle schnell im Gleichschritt gehen, zu tragen. Was ja nicht so einfach ist. Die Zusammenarbeit, insbesondere zwischen Architekt und Ingenieur, zwischen Christoph Ingenhofen, Werner Sobeck, respektive den Teams dahinter. Aber zunächst mal der Kern der Zusammenarbeit, zwei Menschen. Damit da etwas Vernünftiges herauskommt,
ist es eine unabdingbare Wertschätzung des einen gegenüber dem anderen. Es ist die Entwicklung einer gemeinsamen Sprache, beziehungsweise auch ein hohes Verständnis der Gesten des anderen. Das heißt, wir haben Anforderungsprofile, der eine und der andere, und die muss man miteinander in Übereinklang bringen. Und man muss auf beiden Seiten die Gesamtidee in die Umsetzung bringen. Das ist wichtig. Es ist ein Projekt, an dem man sein halbes Leben lang tätig war. Und jetzt freut man sich natürlich auf den Tag, wo es fertig ist. Und natürlich haben wir da schwere Zeiten durchlebt. Es gab ja nicht immer ein Einverständnis von Teilen der Bevölkerung. Es gab auch nicht immer ein harmonisches Verständnis aller Projektbeteiligten untereinander. Aber da denkt man natürlich in der Retrospektive nicht mehr so sehr darüber nach. Sondern es ist so wie in der Schule. Im Nachhinein war alles eigentlich ziemlich toll. Obwohl man manchmal morgens nicht so gern in die Schule gegangen ist. Zumindest ich nicht. Also insofern ist es ein Abschnitt eines halben Berufslebens, auf den man mit Freude zurückschaut. Und das Ergebnis ist ja so herausragend. Ich meine, wer hat das Glück, in seinem Leben jemals so etwas zu bauen? Da kann man ja auch dankbar sein.